Herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Heute Morgen ein bisschen im Gelände unterwegs, oder eigentlich nicht Gelände, eigentlich war einfach nur Waldwege oder Feldwege. Aber es ist einfach so geil. So arschgeil, Alter! Einfach nur arschgeil hier, ey. Jo, Leute, ich hab nämlich den Enduro-Reifen jetzt mal drauf. Ja, fick dich ins Knie, Alter, ist das geil! Ja, aufs Feld fahren wir nicht. Nur Wiesen. So. Jetzt zeige ich euch mal, mal ganz kurz die Enduro-Reifen, wie die aussehen, und ich hoffe, dass mir hier das Bike auch stehen bleibt, weil die Wiese doch matschig ist. Okay. Puh. Jo, also, hier seht ihr sie jetzt mit den Enduro-Reifen und den anderen Kotflügel. Einen anderen Kennzeichenhalter habe ich jetzt nämlich auch montiert, weil der vorherige ist nämlich abgebrochen. Also das Blech ist gebrochen. War circa eine Woche. Ne, das war zu Silvester, ja. 5 Tage bevor ich die Enduro-Reifen raufgebaut habe. Jo. Der vordere Reifen ist leider nicht mehr ganz perfekt, weil das Profil schon sehr abgefahren ist. Der gehört jetzt mal bald gewechselt, also das kostet nicht arg viel. Aber der Hinterreifen dafür, der ist einfach vom Profil her super. Also du hast hier mega Grip bei dem Ding, seht ihr eh. Also das Profil, ich meine, das ist die Rishu, das Standardprofil sozusagen. Die haben halt nur dieses flache Profil da. Also wo die Reifen so flach eher sind, die sehen jetzt nicht aus wie richtige Stollen. Das sind einfach eher so, ja, Stollen, die aber in der Mitte eher mehr flach sind und nicht so richtig starke Stollen. So wie im Motocross-Sport. Das sind einfach, ja, Enduro. Fürs Enduro-Fahren reicht das vollkommen. Also ich bin hier jetzt super hochgekommen. Mit der Supermoto, da bin ich hier schon mal raufgefahren. Komplett beschissen, also du rutscht hier die meiste Zeit durch, vor allem wenn es nass ist, und wir haben es, ja, es ist jetzt nass, feucht, und ich komme trotzdem super rauf. Man hat auch gesehen, wie es hinten den Dreck raufgeschmissen hat, also die Reifen sind einfach nur richtig geil, also wer hinter mir fährt, wuh. Also mir gefällt das. Jo, genau, ich habe jetzt auch eine richtige Motocross-Hose, und zwar von O'Neill. Die hat 109 Euro gekostet. Beim Ginzinger in Ried habe ich die gekauft. Ich war halt beim Ginzinger, weil ich mir eine neue Brille geholt habe. Also eine schwarze, weil meine grüne, die war schon so ausgebleicht. Jetzt habe ich mir gedacht, kaufst du dieselbe, aber in schwarz, mit einer anderen Sonnenbrille, also Sonnenblende drinnen. Habe mir natürlich jetzt eine andere gekauft, also die ist nicht so dunkel, die ist eher gelb, ein bisschen so gelblich halt. Ja, und da habe ich halt dann auch diese Hose gesehen. Habe mir gedacht, ja, probierst du halt mal an. Anprobiert, ja, sie ist ein bisschen sie ist ein bisschen dick, ich bin eher mehr so der schlanke Typ, und jo, das ist schon die letzte Erwachsenengröße gewesen, also habe ich mit ihr genommen. Jo. Also in Kombination mit der Schutzweste sieht das alles noch besser aus als mit dieser grauen Motorradjacke. Sieht das ein bisschen besser aus, und auch nicht mit diesen fetten Handschuhbracker
habe mir jetzt auch beim Forstinger so für Sommer neue Handschuhe gekauft, weil die mit den Knochen, die waren auch schon reif für die Tonne. Jo, hat mir gekostet 132 Euro mit der Brille, 109 Euro hat die Hose gekostet, ja, Brille hat so 24 Euro gekostet und dann habe ich mir noch, wie nennt man das, Abziehfolien gekauft, keine Ahnung, sie hat es mir, also die Verkäuferin hat es mir angeboten, habe ich gesagt, ja, nimmst du auch gleich, ist egal. Jo, richtig geil. Für den Enduro-Reifen, was habe ich denn eigentlich für den Enduro-Reifen bezahlt? Das habe ich eigentlich noch gar nicht gesagt. Jo, für den Enduro-Reifen habe ich eigentlich fast gar nichts bezahlt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe nämlich meinen Sportauspuff gegen die zwei Reifen eingetauscht. Habe mir natürlich noch den Tacho gekauft und einen Ledersitz von 1998 für diese Rejou habe ich mir auch gekauft. Der ist in super Zustand. Nur habe ich den noch nicht drauf, weil hinten das Gewinde, wo so dann, also hier unten ist dann sozusagen ein Gewinde. Eine Gewindestange und eine Mutter und da ist halt der Sitz dann festgeschraubt. Und das fehlt halt bei dem Ledersitz. Jo. Jetzt muss ich halt noch ein Gewinde kaufen, also so eine kleine Gewindestange. Kaufe ich mir, schneide die zu, steck das Ding rein und dann müsste es eigentlich gehen. Dann kann ich den Ledersitz rauf tun. Das sieht jetzt eben nicht so arg super aus, ist auch eben ein alter Sitz und passt besser zu einer gelben Rischuh als zu einer schwarzen. Jo. Und dann gibt es noch eine neue Neuigkeit: Mein Computer ist repariert, also mein Computer funktioniert es wieder. Ich habe ihn meinem Onkel gegeben, da der nämlich bei einer Patenfirma von HP arbeitet, also die Computer entwickeln, sprich bauen. Und der ist heute angekommen. Heute ist Freitag, ja, heute ist er angekommen. Und jo. Voll geil eigentlich. Also heute guter Tag. Mein, okay, nicht so schön, aber wir haben Plusgrade. Jo. Und ich bin diese ganze Woche nur ein paar Mal mit dem Moped gefahren. Ich bin immer nur in der Nacht gefahren. In der Nacht nicht. Es war halt 7, 8 Uhr, da war es stockdunkel. Da bin ich halt ganz kurz mal mit ein paar Kumpels zu McDonald's gefahren oder so. Genau, und dann gibt es noch eine Neuigkeit, und zwar, ich fange nächsten Samstag den A2-Schein an. Jo, da habe ich dann zwei Kurstage. Und dann habe ich im April die Ausfahrten, oder so, also wenn es wieder wärmer wird, wenn die Saison begonnen hat. Uiuiui. Puh. Wenn die Saison begonnen hat, dann habe ich die ganzen Ausfahrten mit dem Motorrad. So, aber jetzt fahren wir noch ganz kurz ein bisschen die Enduro-Felgen genießen. Jo, gucken wir mal. Der Grip ist einfach so geil, Alter. Gucken wir mal. Da rauffahren und ja. War eigentlich auch noch nie. Und hier ist Sperrstunde. Oh, Lehrgang. Juhu. Perfekt. Wollte ich eigentlich nicht. Und abgewürgt. Juhu. Leute, ich hab's drauf. Ich hab's drauf. Mein Name ist Johnny Tissou und ich hab's drauf. Rutschpartie hier! Boah, bin gerade am Überlegen.
Sollen wir wieder zurückfahren? Irgendwie stinkt's hier. Bin ich gleich in den Scheißhaufen gefahren. Fahren wir auch noch mal ganz kurz hin. Alter, auf diesem Feldweg bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Wow! Alter! Also ich brauche wirklich für vorne eine andere Bereifung. Einen neuen Gummi! 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 Also ich bin hier schon so lange nicht mehr gefahren, ey. Ich weiß gar nicht mehr, wie hier eigentlich die Straße so ist. Guck mal, ein Reh. Alter, leckst mich am Arsch hier. Oh, Kickstart. Ah ja, seht Leute, warum ich in keinen Wald fahre. Zurzeit sind Waldarbeiten, das heißt, hier sind Förster unterwegs. Und ich habe keinen Bock, hier bei uns in der Nähe von einem Förster aufgegabelt zu werden oder gar von einem Jäger, da ich nämlich hier die Leute eher kenne. Au. Oh, Alter, als ich das letzte Mal hier mit dem Fahrrad gefahren bin, das ist schon wieder 3-4 Jahre her, da hatten wir keine solche LKW-Spuren drinnen. Mann, ein Drehtraktor. Moi. Ist der süß. Alter Falter. Gut, dann sage ich danke fürs Zusehen. Abonniert mich, wenn ihr wollt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Servus.